guck mal hier. Wir haben hier gepennt, auf dieser Bank, direkt vor diesem italienischen Krankenhaus. Also ich habe genau hier gepennt, da drüben hat mein Bruder gepennt. Wir haben jetzt 16:30 oder so. Und wir wurden von einem Krankenhausmitarbeiter geweckt. Und der hat uns nicht in Ruhe gelassen, dass wir hier weiter pennen konnten. Und das ist scheiße, wir müssen hier weg. Mann, ey, und wir sind doch voll müde und unausgeschlafen und so weiter. Und die Leute, die hier vorne hier gepennt haben, auf dem Rollstuhl oder so, die wurden natürlich nicht geweckt und weggeschickt oder so. So, nur wir, die hier draußen auf der Bank gepennt haben. Nur wir werden hier weggeschickt. Trotz verletztem Fuß und Lebensvergiftung. Wir gelaufen jetzt zur Bushaltestelle. Gut, dass die Bushaltestelle direkt nebenan ist, weil das ist voll scheiße, mit dem Bein hier rumzulaufen. Das quetscht und so. Mit dem schweren Gepäck. Guck mal, wie versifft. Ich habe extra gefragt, wann der nächste Bus hier fährt. Und der hat irgendwas von 5:30 Uhr gesagt. Und wir haben jetzt mittlerweile 5:30 Uhr. Und hier in dieser italienischen Busfahrkarte steht alles drauf, dass sie alle irgendwie erst um 7 Uhr noch was fahren. Das ist voll versifft.